Der Frankfurter Hauptbahnhof. In der Mitte Deutschlands gelegen, stellt er sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr einen der wohl wichtigsten Knoten im deutschen Schienennetz dar. So lassen sich auf den 25 Ober- und 4 unterirdischen Gleisen täglich fast 500.000 Reisende und an die 2.000 Zugabfahrten beobachten, womit der Frankfurter Hauptbahnhof nach dem Hamburger Hauptbahnhof der zweitstärkst frequentierte Bahnhof Deutschlands ist. In diesem Video möchte ich euch den gigantischen Zugverkehr in diesem Bahnhof im Fahrplanjahr 2021 näher bringen. Viel Spaß! Starten wir zunächst mit dem Fernverkehr. In Frankfurt halten 19 zweistündige Fernzuglinien, zwei davon halten allerdings nur am Flughafen und eine nur in Frankfurt Süd und am Flughafen. Alle anderen 16 Linien halten am Hauptbahnhof, die wir uns jetzt anschauen werden. Wir beginnen zunächst mit den Zügen nach Ostdeutschland. Einmal pro Stunde verkehrt ein ICE nach Leipzig. In der ungeraden Stunde fährt zur Minute 19 ein ICE der Linie 50 nach Dresden. Er wird Erfurt in 2 Stunden und 20 Minuten, Leipzig in 3 Stunden und 8 Minuten und Dresden in knapp 4,5 Stunden erreichen. Zur geraden Stunde verkehrt zur Minute 14 ein ICE der Linie 11, dessen Zielbahnhof Berlin-Gesundbrunn ist. Dieser hält im Gegensatz zum Dresdner ICE nicht in Bad Hersfeld und Gotha. Er erreicht Erfurt daher schon nach 2 Stunden und 12 Minuten und Leipzig in etwas unter 3 Stunden. Berlin ist etwa 4 Stunden und 15 Minuten von Frankfurt entfernt. Der Zug um 6.14 Uhr ab Frankfurt fährt über Berlin hinaus über Hamburg bis Kiel. Beide Linien beginnen wie die meisten Fernzüge aber nicht in Frankfurt. Der Dresdner ICE verkehrt in der Gegenrichtung nach Wiesbaden. Abfahrt ist zur Minute 42 der geraden Stunde. Die Fahrt bis Wiesbaden dauert 51 Minuten. Auf dieser Linie sind 230 km/h schnelle ICE-T-Züge unterwegs. Meist wird in Doppeltraktion eines 7-Wagen-Zuges der Baureihe 411 und eines 5-Wagen-Zuges der Baureihe 415 gefahren. Ein Zugteil verkehrt in der Regel nur bis Leipzig. Die Berliner ICEs fahren in der Gegenrichtung weiter über Stuttgart nach München. Sie tun dies immer zur Minute 50 der ungeraden Stunde von Gleis 9. Stuttgart ist nach 1 Stunde und 18 Minuten und München nach 3 Stunden und 37 Minuten erreicht. Auf dieser Linie fahren im Misch 280 km/h schnelle ICE 1 und 250 km/h schnelle ICE-4-Triebwagen. Wie angesprochen, fährt immer zur ungeraden Stunde der ICE nach Dresden. Um auch in dieser Stunde einen Zug nach Berlin anzubieten, verkehrt dann immer zur Minute 2 ein ICE-Sprinter, der nur in Erfurt und Halle hält. Jena um 7.02 Uhr beginnt von Montag bis Freitag bereits in Darmstadt, der um 9.02 Uhr von Montag bis Samstag bereits in Saarbrücken und der um 11.02 Uhr von Samstag bis Sonntag bereits in Stuttgart. Auf diesen Strecken ist der Zug dann aber nicht als Sprinter unterwegs. In der Gegenrichtung verkehrt der Zug 20.56 Uhr an Frankfurt weiter nach Saarbrücken und der um 22.56 Uhr weiter nach Stuttgart. Auf dieser Linie verkehren sowohl siebenteilige ICE-4er als auch die bis zu 330 km/h schnellen ICE-3-Triebwagen. Die Fahrzeit beträgt bis Erfurt nur etwas über 2 und nach Berlin knapp unter 4 Stunden.
Einmal pro Stunde nach Berlin gelangt man aber auch über Braunschweig, wo ebenfalls zwei zweistündige Linien unterwegs sind. Lediglich den Abschnitt Frankfurt-Berlin bedient die Linie 13, die am Frankfurter Flughafen beginnt und ohne über den Hauptbahnhof zu fahren mit Halt in Frankfurt-Süd nach Berlin aufbricht. Abfahrt am Flughafen ist immer zur Minute 9 der geraden Stunde. Elf Minuten später zur Minute 20 ist Abfahrt in Frankfurt-Süd. Sie ist die wohl bunteste Fernverkehrslinie Deutschlands. Zum Einsatz können im Fahrplanjahr 2021 nämlich sowohl ICE 1, ICE 2, ICET oder Metropolitan-Züge kommen. Dieser Metropolitan, bestehend aus einer Baureihe 101 und 7 Wagen des ehemaligen Premium-Zuges, verkehrt täglich um 13.51 Uhr an und um 14.09 Uhr ab Frankfurt Flughafen Fernbahnhof. Zur Linie 13 hinzu kommt die Linie 12, mit der ein ungefährer Stundentakt gebildet wird. Im Gegensatz zur Linie 13 hält die Linie 12 aber am Frankfurter Hauptbahnhof sowie zusätzlich in Hanau und Wolfsburg. Außerdem beginnt sie bereits in Basel. Abfahrt in Frankfurt nach Berlin ist immer zur Minute 14 der ungeraden Stunde. Der Berliner Hauptbahnhof wird mit dieser Linie in 4 Stunden und 15 Minuten erreicht, womit die Fahrt exakt genauso lange dauert wie die mit der Linie 11 über Leipzig. In der Gegenrichtung wird zur Minute 50 der geraden Stunde abgefahren, wobei Karlsruhe nach 68 Minuten und Basel nach knapp 3 Stunden erreicht ist. Die Züge um 8.50 Uhr, 14.50 Uhr und 16.50 Uhr verkehren weiter bis Interlaken Ost in der Schweiz, wohin man dann über 5 Stunden benötigt. Wie auch auf der Linie 11 kommen hier im Misch ICE 1 und ICE 4 Triebwagen zum Einsatz. Wer jetzt genau zugehört hat, dem ist aufgefallen, dass sich die Linien 11 und 12 zwischen Fulda und Mannheim zu einem ungefähren Stundentakt ergänzen. Während in Richtung Berlin bzw. Leipzig mittels der bereits vorgestellten Linien 13 und 50 ein Stundentakt realisiert wird, der im Übrigen mittels attraktiver Anschlüsse auch aus dem Süden Deutschlands erreichbar ist, wird der Stundentakt in Richtung Basel und München mittels eines Anschlusskreuzes in Mannheim hergestellt. Immer in der Stunde, in der der ICE nach Basel verkehrt, besteht in Mannheim Anschluss an einen ICE der Relation Dortmund-München. In der Stunde, in der der ICE nach München verkehrt, besteht hier Anschluss an einen Zug der Linie Köln-Basel, die zum Teil bereits in Dortmund und einmal täglich in Amsterdam beginnt. Diese beiden Linien halten in Frankfurt nur am Flughafen. Die Linie Köln-Basel verkehrt mit ICE-3-Triebwagen. Jene von Dortmund nach München verkehrt hauptsächlich mit ICE-4-Triebwagen, zum Teil auch mit ICE-3 oder ICE-Velaro-Triebwagen. Als nächstes widmen wir uns den Zügen nach Hamburg. Es handelt sich um die beiden zweistündigen Linien 20 Zürich-Hamburg und 22 Stuttgart-Hamburg. Abfahrt nach Hamburg ist immer zur Minute 58. Kassel wird nach 1 Stunde und 20 Minuten, Hannover nach 2 Stunden und 20 Minuten und Hamburg nach etwas über 3,5 Stunden erreicht. Die Züge um 5.06 Uhr, 7.58 Uhr, 13.58 Uhr und 16.58 Uhr fahren weiter nach Kiel. Bis dorthin benötigt man 4 Dreiviertelstunden. In der Gegenrichtung wird immer zur Minute 6 abgefahren. In der geraden Stunde geht es nach Zürich, zum Teil auch nur bis Basel, beziehungsweise um 5.50 Uhr, 10.06 Uhr und 14.06 Uhr sogar weiter bis Chur. Die Fahrt nach Karlsruhe dauert eine Stunde, die nach Basel knapp 3 Stunden, die nach Zürich 4 Stunden und die nach Chur 5 Stunden und 20 Minuten. In der ungeraden Stunde hingegen wird nach Stuttgart gefahren. Die Züge machen einen Abstecher über den Frankfurter Flughafen und benötigen bis Stuttgart 1,5 Stunden. Auf der Linie nach Basel kommen ausschließlich ICE-4-Triebwagen, auf der nach Stuttgart im Misch ICE-1 und ICE-4-Triebwagen zum Einsatz. Karlsruhe und Hamburg werden aber nicht nur durch die Linie 20, sondern auch die Linie 26 verbunden. Diese Linie nutzt im Gegensatz zur Linie 20 in der Regel die Altbaustrecken und hält 13 bis 15 Mal mehr. So erhalten auch Städte
wie Darmstadt, Gießen oder Uelzen eine Fernverkehrsanbindung. Die Linie fährt im 2-Stunden-Takt mit ICE-T-Triebwagen. Abfahrt nach Karlsruhe ist zur Minute 20 der ungeraden Stunde. Nach Heidelberg wird 53 Minuten lang gefahren und nach Karlsruhe 90 Minuten. Abfahrt nach Hamburg ist zur Minute 51 der geraden Stunde. Bis Kassel ist diese Linie 2 Stunden, bis Hannover 3 Stunden und bis Hamburg 4,5 Stunden unterwegs. Die Züge um 8.51 Uhr und 12.51 Uhr fahren weiter nach Stralsund bzw. je nach Wochentag und Jahreszeit auch teilweise darüber hinaus nach Binz auf Rügen. Bis Rostock fahren die Züge 6,5 Stunden und bis Stralsund 7,5 Stunden. Der Zug um 10.51 Uhr fährt nach Westerland auf Sylt, bis wohin man 8 Stunden und 15 Minuten unterwegs ist. Aufgrund des nötigen Lokwechsels fährt das Zugpaar nach Westerland nicht mit einem ICE-T-Triebwagen, sondern als lokbespannte IC-Garnitur mit einer Baureihe 101. Entsprechend fährt auch der Gegenzug 19.20 Uhr nach Karlsruhe lokbespannt. Bei allen 5 Linien in Richtung Göttingen, also 12, 13, 20, 22 und 26, gibt es vom 23. April bis 16. Juli 2021 weitreichende Fahrplanabweichungen aufgrund der Totalsperrung der Schnellfahrstrecke zwischen Kassel und Göttingen. Die Hamburger Züge verkehren abgesehen von Verstärkern uneingeschränkt, allerdings mit einer um 30 Minuten verlängerten Fahrzeit, wobei die Linie 26 dann immer zusätzlich in Eichenberg hält, um wegfallende Regionalzüge zu kompensieren. Auch die Linie 12 nach Berlin verkehrt mit einer um 30 Minuten verlängerten Fahrzeit, während die Linie 13 während dieses Zeitraums vollständig entfällt. Aber nochmal zurück zur Linie 26. Die Züge in Richtung Karlsruhe werden nämlich bis Heidelberg von der Intercity-Linie 62 zum Stundentakt ergänzt. Die Züge dieser Linie fahren im 2-Stunden-Takt immer mindestens bis Stuttgart und mit Ausnahme der Züge um 10.20 Uhr und 20.20 Uhr weiter bis München, sowie darüber hinaus um 8.20 Uhr und 14.20 Uhr weiter nach Klagenfurt, um 12.20 Uhr nach Graz und um 16.20 Uhr nach Salzburg. Der 8.20 Uhr-Zug nach Klagenfurt führt dabei sogar Kurswagen ins kroatische Zagreb mit. Zwar verkehren diese Züge auf den meisten Abschnitten eher Interregio als Intercity ähnlich, dies gilt insbesondere für die österreichischen Teilabschnitte. Dennoch sind knapp 9 Stunden Fahrzeit zwischen Frankfurt und Klagenfurt, knapp 10 Stunden zwischen Frankfurt und Graz sowie 12,5 Stunden zwischen Frankfurt und Zagreb nicht unbedingt unattraktiv. Von Frankfurt bis Stuttgart sind diese Züge im Übrigen gut 90 Minuten unterwegs, womit sie genauso schnell sind wie jene ICEs, die immer einen Abstecher zum Flughafen machen. Und so verwundert es auch nicht, dass sie immer in der Stunde verkehren, zu der der Hamburger ICE nach Basel fährt. Insgesamt verkehrt zwischen Frankfurt und Stuttgart so immer ein langsamer Fernzug mit wechselweisem Laufweg über den Flughafen und Darmstadt, sowie ein schneller, der jedoch alle 2 Stunden durch den schon angesprochenen Umstieg in Mannheim unterbrochen ist. Jedoch nochmal wieder zurück zur Linie 62, auf der bis auf einen Verstärker zur Tagesrandzeit ausschließlich lokbespannte Züge verkehren, bei denen immer eine Baureihe 101 8 Intercity-Wagen verschiedenster Bauarten schiebt oder zieht. Einzige Ausnahme ist der 8.20 Uhr-Zug, auf dem ÖBB-Wagen im Taurus-Sandwich verkehren. Aus umlauftechnischen Gründen verkehrt von Montag bis Donnerstag der Zug um 20.20 Uhr ab Frankfurt, sowie am Sonntag der um 21.55 Uhr ab Frankfurt, ebenfalls mit einer solchen Taurus-Sandwich-Garnitur. Samstags und sonntags fährt auch ein Railjet-Zug der ÖBB um 5.17 Uhr ab Frankfurt Hauptbahnhof. Seins Lieberhof ist Budapest-Keleti, wohin er 11 Stunden unterwegs ist. Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag kommt um 0.42 Uhr der entsprechende Gegenzug in Frankfurt an. Neben diesen Fernzügen nach München über Stuttgart gibt es auch stündlich einen Zug über Nürnberg. Es handelt sich um die stündliche Linie 41 Ruhrgebiet München, auf der die 330 km/h schnellen ICE 3 zum Einsatz kommen. Als einzige Linie am Frankfurter Hauptbahnhof ist diese im Stundentakt unterwegs. Abfahrt nach München ist immer zur Minute 54. Nürnberg erreicht der Zug nach 2 Stunden und München nach 3 Stunden und 15 Minuten, womit er 20 Minuten schneller ist als die Züge über Stuttgart. In Ingolstadt halten die nur 6 Züge pro Tag und Richtung.
Der Zug 9:54 ab Frankfurt fährt am Samstag weiter bis Garmisch-Partenkirchen, wird er 4 Stunden und 48 Minuten benötigt. In der Gegenrichtung geht es immer zur Minute 10 nach Dortmund. Bis auf wenige Ausnahmen hält der Zug zwischen dem Frankfurter Flughafen und Köln nicht. Vereinzelte Leistungen legen aber auch Halte in Limburg-Süd, Montabaur und Siegburg-Bonn ein. Abgefahren wird in der Regel von Gleis 7. Köln ist bereits nach einer Stunde und 4 Minuten erreicht. Bis Dortmund benötigt man 2 Stunden und 20 Minuten. Etwa um eine halbe Stunde versetzt verkehrt hierzu die Linie 91 Frankfurt-Wien, die jedoch nur im 2-Stunden-Takt verkehrt, weshalb auf dem gemeinsamen Abschnitt Frankfurt-Nürnberg kein reiner Halbstundentakt hergestellt wird. Im Gegensatz zur Linie 41 halten die Züge dieser Linie auch in Hanau, dafür fahren jedoch die meisten in Aschaffenburg durch. In den Tagesrandlagen enden zudem etliche Züge bereits in Deutschland, genauer in Nürnberg, Regensburg oder Passau. Bis auf wenige Ausnahmen ist diese Linie umsteigefrei durchgebunden auf die Linie 31 Frankfurt-Hamburg über den linken Rhein und das Ruhrgebiet, was einen recht komplexen Fahrplan zur Folge hat, der hier deshalb einmal bildlich veranschaulicht werden soll. Um 6:21, 8:22, 12:22, 14:21 und 16:21 verkehren von Frankfurt aus durchgehende ICEs nach Wien, die alle mit ICE-T-Triebwagen verkehren. Gleiches gilt für den Zug um 10:22, der allerdings nicht nach Wien, sondern nach München verkehrt und dabei in Würzburg Anschlussmöglichkeit auf einen Zug Hamburg-Wien bietet. Freitags fährt dieser Zug weiter bis Seefeld in Tirol. Von diesen 6 Zügen kommen 2 bereits aus Dortmund. Ebenfalls aus Hamburg-Altona kommen die 3 abendlichen Züge um 18:22, 20:22 und 22:21 ab Frankfurt, die je nach Wochentag in Nürnberg, Regensburg oder Passau enden und mit ICE-1-Triebwagen verkehren. Einer von ihnen kommt dabei auch bereits aus Kiel. In der Gegenrichtung gilt dasselbe Angebot, logischerweise aber in umgekehrter Reihenfolge. Hinzu kommen noch 4 in Frankfurt startende Züge um 5:42, 13:44 und 15:44 nach Hamburg-Altona sowie um 6:43 nach Westerland auf Sylt. Die ersten beiden sowie letzterer verkehren mit lokbespannten Wendezügen, bestehend aus einer Baureihe 101 und Intercity-Wagen. Jener am Mittag ist mit einem ICE-1 unterwegs. Eine Fahrt mit der Linie 91 von Frankfurt nach Regensburg dauert 3 Stunden, eine nach Linz 5 Stunden, eine nach Wien knapp 6,5 Stunden. Eine Fahrt mit der Linie 31 benötigt bis Köln 2,5 Stunden und nach Hamburg 6,5 Stunden. Dabei ist zuletzt auch noch erwähnenswert, dass sich die Linie 31 zwischen Frankfurt und Mainz mit der Linie 50 Dresden-Wiesbaden zum Stundentakt ergänzt, wobei immer in der Stunde, in der die Linie 50 nach Wiesbaden verkehrt, in Mainz Umstiegsmöglichkeit auf einen Intercity Stuttgart-Hamburg besteht. Neben der langsameren Verbindung über den Rhein gibt es zwischen Frankfurt und Köln nach wie vor auch noch die zahlreichen Züge über die Neubaustrecke. Neben der bereits vorgestellten stündlichen Linie 41 und den stündlichen Zügen, die nur am Flughafen halten, gibt es pro Stunde noch meist 1 bis 2 weitere Züge. Immer zur Minute 29 startet in Frankfurt meist auf den Gleisen 18 bis 20 ein ICE International. In der ungeraden Stunde fährt der Zug als Linie 78 nach Amsterdam, für den er 4 Stunden benötigt. In der geraden Stunde geht es als Linie 79 nach Brüssel, für den der Zug 3 Stunden und 6 Minuten benötigt. Diese sprinterähnlich verkehrenden Züge sind mit ICE-3ern unterwegs. Auch diese beiden Linien halten nur vereinzelt in Limburg-Süd, Montabaur, Siegburg, Bonn und Köln-Bonn Flughafen. Deshalb existiert zusätzlich Linie 49, die nur zwischen Frankfurt und Köln verkehrt und ohne festen Takt unterwegs ist. Die Züge fahren mit ICE-3, zum Teil auch mit ICE-Velaro-Triebwagen. Die letzte regelmäßig verkehrende Linie in Frankfurt ist die Linie 82 nach Paris. Sie bildet zwar keinen festen Takt, aber fährt im Durchschnitt etwa alle 2 Stunden.
Die 6 täglichen Züge verlassen Frankfurt immer zur Minute 58. 4 Züge fahren über Saarbrücken und 2 über Straßburg. Von beiden Relationen verkehrt ein Zugpaar als französischer TGV-Zug, der Rest fährt mit ICE-Velaro-Zügen der Deutschen Bahn. Beide Züge bringen es auf 320 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die Fahrzeit nach Paris beträgt über Straßburg 3,75 Stunden und über Saarbrücken knapp 4 Stunden. Um 13.58 Uhr verkehrt ab Frankfurt zusätzlich noch ein TGV nach Marseille am Mittelmeer. Bis dorthin dauert die Fahrt knapp 8 Stunden. Ein weiteres exotisches Zugpaar in Frankfurt ist noch der Eurocity Express nach Mailand in Italien, der Frankfurt um 8.01 Uhr verlässt. Für seine Fahrt durch die Alpen nach Mailand benötigt der Zug 7,5 Stunden. Hier kommen die Schweizer Triebwagen vom Typ ETR 610 zum Einsatz. Neben diesen jetzt vorgestellten Zügen gibt es noch weitere Einzelleistungen auf verschiedenen Strecken, die hier aber unerwähnt bleiben sollen. Lediglich sei auf die freitagsverkehrenden Intercity-Züge 2022 Nürnberg-Frankfurt 14.50 Uhr an Frankfurt und 1957 Frankfurt-Leipzig 15.38 Uhr ab Frankfurt verwiesen, damit Ihnen seit dem Fahrplanwechsel erstmals ein IC2 den Frankfurter Hauptbahnhof erreicht. Bevor wir das Kapitel Fernverkehr jedoch abschließen, wollen wir noch einen Blick auf die in Frankfurt verkehrenden Nachtzüge werfen. Zum einen verkehren 3 Nacht-ICE und ein Nacht-IC-Zug bei der Deutschen Bahn, die aber abgesehen von entspannteren Fahrzeiten und abweichenden Laufwegen mit den tagsüber verkehrenden Zügen soweit übereinstimmen. Es handelt sich um die Zugpaare Hamburg-München mit ICE 4, Kiel-Basel mit ICE 1, Dortmund-München mit ICE 3 und Frankfurt-Hamburg mit einer Intercity-Garnitur. Hinzu kommen einzelne Nächten weitere Züge. Täglich gibt es aber zudem auch noch 2 echte Nachtzugpaare der ÖBB, die noch klassisch mit Sitz-, Liege- und Schlafwagen verkehren. So gibt es täglich einen Zug von Zürich nach Hamburg und Berlin, ebenso wie einen von Wien und Innsbruck nach Amsterdam, zweimal wöchentlich sogar mit Kurswagen nach Brüssel. Die Wagen dieser Züge gehören alle der ÖBB, auf dem Zugpaar Amsterdam-Wien-Innsbruck kommen auch ÖBB-Loks des Typs Taurus zum Einsatz, während der Nachtzug Zürich-Hamburg-Berlin von DB-E-Loks der Baureihe 101 gezogen wird. Von diesen echten Nachtzügen fährt nur der von Basel nach Berlin über den Hauptbahnhof, der Rest hält nur in Frankfurt Süd. Derzeit unklar ist, ob es nach der Corona-Krise auch wieder den Euronight Paris-Moskau geben wird, da dem derzeit neben den Corona-Einschränkungen auch die geschlossene Grenze zwischen Polen und Weißrussland infolge der politischen Unruhen in Weißrussland entgegensteht. Mit der Ausfahrt der Werbelok 101.064 schließen wir jetzt das Kapitel Fernverkehr ab und widmen uns im Folgenden dem Regionalverkehr. Wir starten zunächst mit den Zügen gen Gießen, also jenen der Main-Weser-Bahn. Diese fahren immer von den Gleisen 11 bis 16 ab. Immer zur Minute 21 der ungeraden Stunde bricht meist auf Gleis 15 ein RE30 nach Kassel auf. Diese zweistündige Linie besitzt nur 11 Unterwegsbahnhöfe und damit gerade einmal 4 mehr als die ICE-Linie 26. Zum Einsatz kommen hier Dosto-Garnituren, die von einer Baureihe 146.3 gezogen werden. Sie bestehen aus 3 gemischtklassigen Dosto 97 Mittelwagen, zwei reinen zweite Klasse Dosto 97 Mittelwagen, einem erst 2012 neu beschafften Dosto 07 Wagen mit extra großem Fahrradabteil und einem zweite Klasse Steuerwagen, bei dem es sich immer entweder um einen Dosto 94 oder 97 handelt. Alle Wagen, die teils der dritten, teils der vierten Generation zugehörig sind, wurden vor ein paar Jahren modernisiert und präsentieren sich seitdem identisch und zeitgemäß. Dabei sind alle Wagen klimatisiert. Insgesamt bringt es eine solche 7-Wagen-Garnitur auf 60 erste Klasse und 785 zweite Klasse Sitzplätze. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 140 km/h. Mit dem RE30 dauert eine Fahrt bis Gießen 40 Minuten, eine bis Marburg 58 Minuten und eine bis Kassel Hauptbahnhof 2 Stunden und 13 Minuten. Bis
Kirchhain ergänzt sich der zweistündige RE30 mit dem ebenfalls zweistündigen RE98 zum Stundentakt. Der Zielbahnhof des RE98 ist zwar ebenfalls Kassel, allerdings hält er ab Kirchhain nördlich von Marburg dann überall und benötigt daher 20 Minuten länger bis Kassel, weshalb man nördlich von Kirchhain von keiner Taktergänzung mehr sprechen kann. Der RE98 führt bis Gießen immer einen zweiten Zugteil als RE99 nach Siegen mit. Zur Hauptverkehrszeit besteht der Zug zum Teil sogar aus drei Zugteilen, wovon dann der mittlere meist in Gießen endet. Zum Einsatz kommen auf RE98 und RE99 160 km/h schnelle 3- und 5-Teiler des Fahrzeugtyps FLIR 2. Ein Dreiteiler besitzt 206 und ein Fünfteiler hat 316 Sitzplätze. Bei beiden Varianten sind davon 16 Erste-Klasse-Plätze. Die maximal zum Einsatz kommende Fahrzeugkombi, bestehend aus 2,5 und einem Dreiteiler, bringt es insgesamt auf 838 Sitzplätze. Betrieben werden diese beiden Linien von der Hessischen Landesbahn, kurz HLB. Die Züge fahren immer zur Minute 21 der geraden Stunde, meistens auf Gleis 15 ab. Eine Fahrt bis Gießen dauert wie mit dem RE30 40 Minuten. Der RE98 ist nach Kassel 2,5 Stunden unterwegs und der RE99 nach Siegen 1 Stunde und 45 Minuten. Um 17.31 Uhr ab Frankfurt gibt es einen RE99-Verstärker, der den Umweg über Gießen auslässt und so bereits nach 1 Stunde und 34 Minuten in Siegen ist. Während der RE98 erst ab Kirchhain überall hält, tut der Mittelhessen-Express dies bereits früher. Einmal pro Stunde startet ein Zug aus mindestens zwei Zugteilen am Frankfurter Hauptbahnhof. Zur ungeraden Stunde gibt es einen sogenannten schnellen Mittelhessen-Express zur Minute 51, der nur in Frankfurt-West, Friedberg, Bad Nauheim und Butzbach hält und Gießen nach 44 Minuten erreicht. Zur geraden Stunde hingegen gibt es einen langsamen Mittelhessen-Express zur Minute 31, der zusätzlich in Bad Vilbel und ab Friedberg überall hält und Gießen nach einer knappen Stunde erreicht. Immer in der Stunde, in der dieser langsame Mittelhessen-Express fährt, gibt es zur Minute 51 den ICE der Linie 26 Richtung Gießen. Mit RE30, RE98-99, dem schnellen Mittelhessen-Express und der ICE Linie 26 gibt es so einen 30-Minuten-Takt zwischen Frankfurt und Gießen. Nördlich von Gießen halten dann alle Mittelhessen-Express-Züge überall und ergänzen sich zum Stundentakt. Der vordere Zugteil fährt als RB41 nach Treisa, zum Teil nur bis Stadtallendorf oder Marburg. Für den hinteren Zugteil geht es als RB40 nach Dillenburg. Die Züge fahren bunt gemischt von den Gleisen 14 bis 16 ab. Eine Fahrt nach Marburg dauert zwischen 82 und 94 Minuten und eine bis Treisa zwischen 1 Stunde und 52 Minuten und 2 Stunden und 9 Minuten. Bis Dillenburg benötigen die Züge 1,5 Stunden bis 1 Stunde 50 Minuten. Auf dem Mittelhessen-Express ist die DB Regio mit 160 km/h schnellen, vierteiligen Talent-2-Zügen der Baureihe 442 unterwegs, die 229 Sitzplätze bieten. In der HVZ waren zum Teil wie auf dem RE98-99 drei Zugteile, bei denen dann auch Dreiteiler mit eingereiht werden können. Insgesamt kommt man dann auf bis zu 687 Sitzplätze. Im Berufsverkehr gibt es zwischen Frankfurt und Gießen sowie zum Teil weiter bis Marburg auch noch etliche Verstärker, die teils ab Friedberg und teils erst ab Gießen überall halten. Die meisten dieser Verstärker sind mit den DOS-Garnituren, wie sie auf dem RE30 zum Einsatz kommen, unterwegs. Bei diesen Verstärkern werden aber auch oft 114er angehängt. Vereinzelt gibt es auch 114er auf Umläufen bis Kassel. Zuletzt gibt es auf der Main-Weser-Bahn noch die RB34 nach Glauburg-Stockheim. Die Züge fahren immer zur Minute 46 von Gleis 14 oder 16 ab und benötigen für ihre Fahrt 1 Stunde und 9 Minuten. Von Montag bis Freitag wird dabei zwischen 16 und 18 Uhr alle halben Stunden gefahren. Zum Einsatz kommen Triebwagen der Baureihe 642, auch als die Zero Classic bekannt. Diese 120 km/h schnellen Fahrzeuge bieten ca. 110 Sitzplätze, weil im Berufsverkehr bis zu 3 Einheiten zum Einsatz kommen können, die dann 330 Sitzplätze bieten.
Doch da auch das nicht genug für die vielen Pendler auf dieser Strecke ist, fahren die Züge um 16.44 Uhr und 17.16 Uhr ab Frankfurt nicht mit 642ern, sondern mit 4 Doppelstockwagen und einer Diesellok der Baureihe 245. Zwei Verstärker mit selbigem Zugmaterial gibt es auch auf der RB 48 nach Nidda, die ansonsten nicht zum Frankfurter Hauptbahnhof kommt. Während die Verstärker morgens alle getrennt nach Frankfurt fahren, sind sie am Nachmittag bis Bad Vilbel als gemeinsame 8-Wagen-Sandwich-Garnitur unterwegs. Die beiden 4-Wagen-Garnituren bieten jeweils 470 Sitzplätze. Neben den beiden Dosto-Verstärkern gibt es auf der RB 48 noch einen weiteren Verstärker ab Frankfurt, der von der HLB mit 2646ern unterwegs ist. Dieser fährt um 18.44 Uhr ab Frankfurt und benötigt bis Nidda 1 Stunde und 15 Minuten. Nachdem wir das Kapitel Main-Weser-Bahn jetzt abgehakt haben, machen wir weiter mit den Zügen in Richtung Hanau, die Frankfurt in der Regel von den Gleisen 4 bis 13 verlassen. Starten wir mit den Zügen auf der Kinzigtalbahn in Richtung Fulda. Hier sind die beiden stündlichen Linien RE50 Frankfurt-Fulda und RB51 Frankfurt-Wächtersbach unterwegs. Die RB51 hält ab Hanau und der RE50 ab Wächtersbach überall. Hinzu kommt 3- bis 4-mal täglich der RE5, auch bekannt als sogenannter Hessen-Express, von Frankfurt nach Bebra, der nur in Frankfurt Süd, Hanau, Bad Sodensalmünster, Schlüchtern, Fulda, Hünfeld und Bad Hersfeld hält. Er verlässt Frankfurt Hauptbahnhof täglich um 8.18 Uhr, 14.18 Uhr und 20.15 Uhr, von Montag bis Freitag auch zusätzlich um 18.18 Uhr. Bis Fulda benötigt man mit diesen Zügen nur 1 Stunde und 13 Minuten. Bis Bad Hersfeld 1 Stunde und 44 Minuten und bis Bebra 1 Stunde und 55 Minuten. Der RE50 startet in Frankfurt immer zur Minute 26 von den Gleisen 4 bis 8. Er benötigt bis Hanau 20 Minuten und bis Fulda 1 Stunde und 23 Minuten, womit er 10 Minuten langsamer ist als der RE5. Da die Züge in der Gegenrichtung immer zur Minute 28 in Frankfurt ankommen, um eine 58-minütige Wendezeit auf den vielbefahrenen mittleren Gleisen des Hauptbahnhofs vermeiden will, wendet der angekommene RE50 immer auf die RB51 nach Wächtersbach, die dann zur Minute 42 von den Gleisen 10 bis 13 aufbricht. Gleiches Prozedere gilt natürlich auch für die Gegenrichtung. Die RB51 benötigt bis Hanau ebenfalls 20 Minuten und bis Wächtersbach genau 1 Stunde. Sowohl auf dem RE50 als auch auf der RB51 gibt es von Montag bis Freitag je 3 Verstärker im Berufsverkehr. Die RE50-Verstärker fahren in Frankfurt um 15.50 Uhr, 16.50 Uhr und 17.50 Uhr, beziehungsweise freitags alle 1 Stunde früher, und benötigen bis Fulda über 1,5 Stunden, da sie zahlreiche Fernverkehrsüberholungen im vielbefahrenen Kinzigtal in Kauf nehmen müssen. Der Zug um 15.50 Uhr fährt dabei weiter bis Bebra, wohin er 2 Stunden und 21 Minuten benötigt. Auch der vorletzte Zug des Tages um 22.26 Uhr ab Frankfurt fährt weiter bis Bebra, der aufgrund der wegfallenden Fernverkehrsüberholungen trotz der Tatsache, dass er auch hinter Fulda überall hält, nur 2 Stunden und 15 Minuten braucht. In der Gegenrichtung gibt es morgens einen Verstärker weniger, dafür aber einen zusätzlichen Hessen-Express zwischen Fulda und Frankfurt. Auf der RB51 gibt es wie angesprochen ebenfalls 3 Verstärker, die um 16.02 Uhr, 17.02 Uhr und 18.02 Uhr ab Frankfurt fahren. Der Zug um 17.02 Uhr fährt dabei allerdings nicht ab dem Frankfurter Hauptbahnhof, sondern startet aufgrund der so hohen Auslastung erst in Frankfurt Süd. Fahrzeugtechnisch sind diese 3 Linien auf den ersten Blick ganz einfach, auf den zweiten jedoch ziemlich kompliziert. Abgesehen von Berufsverkehrsabweichungen und dem Hessen-Express sind auf allen Zügen der Linien 50 und 51 Garnituren mit 6 Doppelstockwagen unterwegs,
die identisch zu denen auf dem RE30 sind, hier jedoch einen reinen 2. Klasse Wagen weniger besitzen und ausschließlich von 114ern gezogen bzw. geschoben werden. Der Hessen Express, also der RE5, verkehrt mit nur 4 Wagen. Dabei können sowohl dieselben Wagen wie auf RE50 und RB51 zum Einsatz kommen, als auch verschiedene andere Doppelstockwagen, hauptsächlich ummodernisierte der 4. Generation. Die zwar neuer als die anderen Wagen sind, dafür jedoch keine Modernisierung erhalten haben und so von außen und innen optisch eher älter wirken. Gespannt wird der Hessen Express dabei nicht von 114ern, sondern von E-Loks der Baureihe 146.3. Dieselben Garnituren wie auf dem Hessen Express findet man auch auf den 3 RB51 Verstärkern, dort allerdings mit 114ern, vereinzelt auch mit 111ern. Die RE50 Verstärker hingegen sind deutlich einheitlicher, denn sie verkehren mit denselben Garnituren wie die normalen RE50 und RB51 Züge, sprich 6 Dostos und eine 114. Dafür gibt es in der Hauptverkehrszeit dann bei den normalen RE50ern Fahrzeugänderungen, denn die 6 Wagengarnituren werden vor dem Steuerwagen um 2-3 Dostos und eine 2. Lok verlängert, womit bis zu 1000 Sitzplätze angeboten werden können. Diese verlängerten Züge verkehren um 15.26 Uhr, 16.26 Uhr und 17.26 Uhr ab Frankfurt. Erwähnt sei noch, dass diese 8-9 Wagengarnituren auch bei Fußballspielen eingesetzt werden können und die RB51 Verstärkergarnituren in den Tagesrandlagen auch auf den normalen RB51 Umläufen im Einsatz sein können. Weiter geht's mit den Zügen auf der Main-Spessart-Bahn, sprich der Bahnstrecke über Aschaffenburg nach Würzburg. Hier verkehrt im Stundentakt der Main-Spessart-Express, bei dem es 2 Fahrtmöglichkeiten gibt. Zum einen den zwischen Frankfurt und Hanau nordmainisch verkehrenden RE54 und zum anderen den südmainisch verkehrenden RE55. Meist sind die Züge immer im Wechsel anzutreffen, zur ungeraden Stunde ab Frankfurt ein RE54 und zur geraden ein RE55. Ausnahmen gibt es im Berufsverkehr, zu dem alle Züge als RE55 fahren, und zur Schwachverkehrszeit, sprich spätabends und Sonntagvormittags, zu der alle Züge als RE54 fahren. Da die Züge hier in Frankfurt etwa eine Stunde Wendezeit haben, aber auf den schon angesprochenen stark frequentierten Mittelgleisen fahren, werden sie zwischendurch abgestellt. Meist etwa 10 bis 15 Minuten vor Abfahrt werden sie dann wieder bereitgestellt. Der RE54, der in der Regel zur ungeraden Stunde abfährt, startet zur Minute 30 und der in der Regel zur geraden Stunde abfahrende RE55 zur Minute 34. Gleistechnisch sind Abfahrten von 4 bis 10 bunt gemischt anzutreffen. Die Züge benötigen bis Hanau 21 Minuten, bis Aschaffenburg 41 Minuten und bis Würzburg 1 Stunde und 47 Minuten. Der RE54 ist jeweils 4 Minuten länger unterwegs. Der Zug zur ungeraden Stunde ab Frankfurt, also meistens der RE54, fährt in der Regel weiter nach Bamberg. Eine Fahrt bis dorthin dauert 3 Stunden. Am Wochenende gibt es mit dem Freizeitexpress Frankenland noch 2-mal täglich um 9.01 Uhr und 15.01 Uhr ab Frankfurt einen 15 Minuten schnelleren Zug nach Bamberg, der zwischen Gemünden und Schweinfurt eine Direktverbindung nutzt. Auf all diesen Zügen kommen Twindex-Doppelstock-Triebwagen der Baureihe 445 zum Einsatz. Es handelt sich um 160 km/h schnelle 4-Wagen-Züge mit ca. 320 Sitzplätzen. Im Berufsverkehr gibt es bis Aschaffenburg oder Würzburg auch Doppeltraktionen. Der RE54 verkehrt wie angesprochen zwischen Frankfurt und Hanau nordmainisch und hält dort überall. Er fügt sich hier in ein Ergänzungskonzept ein, das insgesamt ein halbstündiges Angebot vorsieht. Zum zweistündigen RE54 kommt um eine halbe Stunde versetzt die RB58 Rüsselsheim-Opelberg-Laufach, zum Teil erst ab Frankfurt Stadion, hinzu, die allerdings nicht über den Frankfurt Hauptbahnhof verkehrt, da dieser nicht die entsprechenden Kapazitäten aufweisen kann. Abfahrt in Frankfurt Süd nach Laufach ist immer zur Minute 2, Hanau wird nach 18 Minuten, Aschaffenburg nach 45 Minuten und Laufach nach 1 Stunde und 4 Minuten erreicht.
Im Berufsverkehr enden die Züge bereits in Aschaffenburg, da dann zwischen Aschaffenburg und Gemünden eine separate Regionalbahn verkehrt. In der Gegenrichtung wird zur Minute 58 abgefahren. Der Frankfurter Flughafen, an dem die Züge im Übrigen am Fernbahnhof halten, wird nach 14 Minuten und das Rüsselsheimer Opelwerk nach 25 Minuten erreicht. Die RB 58 wird von der HLB mit drei- und vierteiligen Triebwagen der Baureihe 1440 betrieben. Ein Dreiteiler verfügt über 185 und ein Vierteiler über 239 Sitzplätze. Da beim so dargelegten Konzept mit stündlicher RB 58 und zweistündigem RE 54 immer in der Stunde, in der ein RE 55 verkehrt, eine nordmannische Taktlücke entsteht, verkehrt zu diesen Stunden eine zusätzliche RB 58 zwischen dem Frankfurter und dem Hanauer Hauptbahnhof, ebenfalls von der HLB mit 1440 Triebwagen, deren Ankunfts- und Abfahrtszeiten sowie Gleissituation in Frankfurt mit der des RE 54 übereinstimmt, einschließlich der Tatsache, dass auch die RB 58 immer in ihrer Wendezeit weggestellt wird. Der Takt dieser zusätzlichen RB 58 Züge ist abhängig von RE 54 und 55. Während zum Beispiel die Züge nach Gießen alle sehr schön verteilt fahren und einen Halbstundentakt bilden, sind die nach Hanau sehr ungleichmäßig verteilt. So fahren zwischen den Minuten 25 und 45 drei bis fünf Regionalzüge nach Hanau, dafür über die restliche Stunde verteilt bis auf Verstärker keine. Dafür fahren dann zwischen den Minuten 50 und 20 vier bis sechs Fernzüge über diese Strecke. Ähnlich schnelle Züge auf vielbefahrenen Strecken in Blöcken fahren zu lassen, ergibt zwar, wie am Beispiel der Strecke nach Hanau gut zu sehen, ungleichmäßige Vertaktungen, ist allerdings trassentechnisch deutlich sinnvoller, da so unnötig viele Überholungen vermieden werden können. Vorausgesetzt natürlich, die Züge sind pünktlich. Nach Hanau gibt es zu guter Letzt noch den RE 85 in den Odenwald, der meist im 2-Stunden-Takt verkehrt. Der Zielbahnhof des Zuges ist unter der Woche Großumstadt Wiebelsbach. Zwei Züge im Berufsverkehr und der RE 85 am Wochenende fahren weiter bis Erbach. Abfahrt ist zur Minute 38 der geraden Stunde meist auf Gleis 12. Die Fahrt bis Hanau dauert 18 Minuten und die bis Wiebelsbach 59 Minuten. Züge bis Erbach benötigen für ihre Fahrt 1 Stunde und 20 Minuten. Zusätzlich zum RE 85 gibt es noch einen Verstärker der Linie RB 86 nach Großumstadt Wiebelsbach, der Frankfurt um 17.42 Uhr verlässt und bis Hanau nordmainisch verkehrt. Da der RE 85 theoretisch ebenfalls eine knappe Stunde Wendezeit in Frankfurt hätte, ist er umsteigefrei mit der RB 82 verbunden, die ebenfalls alle zwei Stunden in den Odenwald verkehrt, allerdings über Darmstadt Nord und Oberramstadt. Hier fahren alle Züge bis Erbach. Im Berufsverkehr ist diese Linie stündlich unterwegs und es fahren einzelne Züge weiter bis Eberbach. Abfahrt ist für diese Linie in Frankfurt immer zur Minute 25 der ungeraden Stunde, ebenfalls auf Gleis 12. Bis Darmstadt Nord dauert die Fahrt 19 Minuten, bis Großumstadt Wiebelsbach 50 Minuten und bis Erbach 1 Stunde und 23 Minuten. Züge bis Erbach benötigen für ihre Reise 1 Stunde und 53 Minuten. Das Netz der Odenwaldbahn wird von der Vias betrieben, die hier 140 km/h schnelle Dieseltriebwagen der Baureihe 615, auch als Itino bekannt, einsetzt. Ein solcher Triebwagen bietet 119 Sitzplätze. Auf der Odenwaldbahn kommt es zum Einsatz von bis zu drei Zugteilen. Auf der RB 86, also dem Verstärker um 17.42 Uhr ab Frankfurt, kommen keine 615, sondern 622 Triebwagen zum Einsatz. Die RB 82 verlässt Frankfurt in Richtung Main-Neckar-Bahn, womit wir uns der nächsten Richtung widmen. Auch diese Züge sind alle noch auf den Gleisen 4 bis 13 anzutreffen, nutzen dabei allerdings vorzüglich den Bereich 10 bis 13. Bevor wir uns den Zügen nach Darmstadt widmen, schauen wir uns noch die Dreieichbahn nach Dieburg an, auf der die stündliche RB 61 verkehrt, die Frankfurt in der Regel zur Minute 15, meistens auf den Gleisen 10 bis 13 verlässt. Eine Fahrt nach Rödemark-Oberroden dauert 35 Minuten
und eine nach Dieburg 49 Minuten. Vom Abfahrts- und Taktsystem wird im morgendlichen Berufsverkehr stark abgewichen. Unter anderem gibt es hier einen nicht von der DB Regio, sondern von der Vias betriebenen Zug um 8.32 Uhr an Frankfurt. Und der Zug um 8.06 Uhr an Frankfurt endet nicht am Hauptbahnhof, sondern in Frankfurt Süd. Nachmittags gibt es zudem zusätzliche Verstärker um 16.39 Uhr, 17.40 Uhr und 18.44 Uhr ab Frankfurt Süd, die bis Rödermark-Oberroden verkehren. Eingesetzt werden auf dieser Linie bis auf den Vias-Verstärker Dieseltriebwagen des Typs PESA in zweiteiliger Ausführung als Baureihe 632 mit 110 Sitzplätzen und in dreiteiliger Ausführung als Baureihe 633 mit 160 Sitzplätzen. Im Berufsverkehr sind auch Züge mit zwei Dreiteilern und somit insgesamt 320 Sitzplätzen an der Tagesordnung. Vereinzelt können aber auch noch die älteren 642er zum Einsatz kommen, die jedoch in den meisten Fällen nur zwischen Dreieich-Buchschlag und Rödermark-Oberroden pendeln und so selten den Frankfurter Hauptbahnhof erreichen. Jetzt aber zu den Darmstädter Zügen, die in der Regel alle halben Stunden verkehren. Immer zur Minute 6 startet in Frankfurt eine Regionalbahn mit zwei Zugteilen, die die Liniennummern RB 67 und 68 tragen. Nach 20 Minuten sind diese Züge in Darmstadt, nach 52 in Bensheim, nach 66 in Weinheim und nach 89 in Neuedingen-Friedrichsfeld. 28 Minuten später startet immer zur Minute 34 der RE 60, der die RB 67 68 bis Darmstadt zum Halbstundentakt ergänzt. Dann jedoch deutlich schneller ist und so Bensheim schon nach 33 Minuten, Weinheim nach 49 und Neuedingen-Friedrichsfeld nach 59 Minuten erreicht. Er holt so die deutlich langsamere Regionalbahn bis hierhin ein und nimmt so immer Anschlussreisende nach Mannheim auf, wo er dann nach einer Stunde und 7 Minuten seit Frankfurt Hauptbahnhof ankommt. Die Regionalbahn hingegen verkehrt nach der in Neuedingen erfolgten Zugteilung zum einen als RB 67 nach Schwetzingen bzw. im Berufsverkehr weiter nach Hockenheim, zum anderen als RB 68 nach Heidelberg sowie von Montag bis Freitag in der Regel weiter bis Wiesloch-Walldorf. Heidelberg erreicht man dann nach anderthalb Stunden, am Wiesloch-Walldorf nach 1,75 Stunden. Eine Fahrt nach Schwetzingen dauert 1 Stunde und 38 Minuten, allerdings kann dorthin aufgrund des längeren Aufenthalts dieses hinteren Zugteils in Neuedingen-Friedrichsfeld auch eine Umsteigerverbindung mit dem RE 60 in Anspruch genommen werden, wodurch man entsprechend 28 Minuten Zeit einspart. Einzige Ausnahme ist die Verbindung um 17.06 Uhr ab Frankfurt, da anstelle des 17.34 Uhr abfahrenden RE dann ein Regionalbahnverstärker verkehrt. Darüber hinaus gibt es sowohl auf der Regionalbahn als auch auf dem Regionalexpress aufgrund der Rücksichtnahme auf diverse Fernzüge auch kleinere Abweichungen im Minutenbereich. Bei einem RE muss deshalb sogar der Halt in Langen ausfallen. Zuletzt sei noch zu nennen, dass es in den Tagesrandlagen auch etliche bereits in Darmstadt endende RE-Züge gibt, sowie morgens einen Verstärker RE Mannheim-Frankfurt und einen Verstärker RE Darmstadt-Frankfurt. Letztere fällt aufgrund seines Fahrzeugeinsatzes klar auf, denn er verkehrt anders als die restlichen Züge mit einer Garnitur des RE 50 samt Verlängerung. In etwa genauso lange wie der RE 60 benötigt auch der RE 70 nach Mannheim, der über die Riedbahn fährt und in Frankfurt immer zur Minute 12, also tatsächlich auch wieder um etwa eine halbe Stunde zum RE 60 versetzt, abfährt. Die Linien RE 60, RB 67, RB 68 und RE 70 bilden zusammen das Netz des Main-Neckar-Ried-Express, auf dem Twindex-Doppelstock-Triebwagen zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zum Main-Spessart-Express tragen die hier eingesetzten Twindexe aber die Baureihennummer 446, da sie einen etwa 20 cm höheren Einstieg für einen optimalen Mischbetrieb mit der Baureihe 425 besitzen. Hier kommen sowohl drei- als auch vierteilige Triebzüge zum Einsatz. Ein Dreiteiler bietet 270 und ein Vierteiler 383 Sitzplätze. Auf der RB 67 bzw. 68 kommen wegen der Zugteilung immer Doppeltraktion, meist aus zwei Vierteilern zum Einsatz, die dann bis zu 766 Sitzplätze bieten. Auf den Linien RE 60 und RE 70 sind im Berufsverkehr ein 4 plus ein Dreiteiler unterwegs, sonst fährt meist ein Vierteiler. Die Fahrzeuge sind alle 160 km/h schnell.
Der RE70 startet in der Regel auf Gleis 17 und fährt in Richtung Frankfurt-Niederrad aus, was auch alle südmännischen Züge nach Mainz tun. Hier verkehren die beiden sich zum Stundentakt ergänzenden Linien RE2 Frankfurt-Koblenz und RE3 Frankfurt-Saarbrücken, die somit in einem jeweiligen 2-Stunden-Takt verkehren. Der RE3 verlässt Frankfurt immer zur Minute 8 der geraden Stunde von verschiedenen Gleisen, meistens jedoch 20 oder 21, und erreicht Mainz nach 41 Minuten, Bad Kreuznach nach 1 Stunde und 12 Minuten und Saarbrücken nach etwas über 3 Stunden. Fast 20 Minuten schneller sind die beiden Verstärker um 17.26 Uhr und 19.25 Uhr ab Frankfurt, die zwischen Frankfurt und Mainz seltener halten und einige längere Aufenthalte bzw. Fahrplanpuffer auslassen. Hinter Bad Kreuznach ergänzen sich die Verstärker und die regulären Züge dann auch zu einem reinen Stundentakt. Betreiber des RE3 ist die Privatbahn Flex, ein Tochterunternehmen der Länderbahn, welche Triebwagen der Baureihen 620 und 622 einsetzt. Wobei die 54 Meter langen 622er 162 und die 81 Meter langen 620er 264 Sitzplätze zur Verfügung haben. Die 140 km/h schnellen Triebwagen kommen auf dem RE3 in verschiedenen Kombinationen zum Einsatz, die bis zu 3 Einheiten zu bieten haben. Selber Betreiber und selbe Fahrzeuge trifft man auch auf diversen anderen Strecken im Nordwesten Rheinland-Pfalz an, weshalb im Berufsverkehr etliche weitere Flexzüge in Frankfurt zu beobachten sind, wie die auf dem RB33 Verstärker 15.26 Uhr ab Frankfurt nach Bad Kreuznach und den RB31 Verstärkern um 15.56 Uhr, 16.56 Uhr und 17.56 Uhr ab Frankfurt mit Fahrziel Alzey, wohin man 1 Stunde und 25 Minuten unterwegs ist. Außerdem betreibt Flex einzelne Verstärker auf Linien anderer Betreiber, die wir gleich noch kennenlernen werden. Und damit kommen wir jetzt zum RE2 Frankfurt-Koblenz, der wie angesprochen genau wie der RE3 alle 2 Stunden verkehrt und Frankfurt dann dementsprechend immer zur Minute 8 der ungeraden Stunde verlässt, wie der RE3 meistens auf Gleis 20. Eine Reise entlang des linken Rheins bis Koblenz dauert 1 Stunde und 45 Minuten. Auch auf dem RE2 gibt es Verstärker, die um 16.25 Uhr und 18.26 Uhr ab Frankfurt verkehren und zwischen Frankfurt und Mainz wie die RE3 Verstärker weniger halten, dafür aber zwischen Bingen und Koblenz zum Teil deutlich öfter halten. Die beiden Verstärker werden von Flex betrieben, alle anderen Züge sind Teil des von DB Regio betriebenen Südwestexpress-Kurs Süwex-Netz. Auf diesem kommen 160 km/h schnelle Fliert 3 Fünfteiler der Baureihe 1429 zum Einsatz, die mit wenigen Türen und einem für den Nahverkehr recht hohen Komfort gut für die zum Teil längeren Süwex-Linien konzipiert sind. In einem Triebwagen dieser Bauart können ca. 350 Fahrgäste Platz nehmen. Auf dem RE2 gibt es zu Stoßzeiten auch vereinzelte Doppeltraktionen. Neben dem RE2 beginnen in Frankfurt noch zwei weitere Süwex-Linien, die zwischen Frankfurt und Mainz im Stundentakt verkehren, dabei jedoch den nordmainischen Weg über Höchst und Hochheim nehmen. Es handelt sich um die beiden Linien RE4 und RE14, die wohl das komplexeste Liniengebilde in Frankfurt darstellen, da sich Start und Ziel nicht nur im Berufsverkehr immer wieder ändern, sondern selbst tagsüber in beide Richtungen unterschiedlich sind. Der RE4 verlässt Frankfurt üblicherweise zur Minute 38 der ungeraden Stunde und endet in der Regel bereits in Mainz. Der Zug um 15.38 Uhr fährt dabei jedoch als RE14 nach Mannheim, der um 16.38 Uhr dafür als RE4 nach Germersheim. Der RE14 startet immer zur Minute 38 der geraden Stunde und fährt mit Ausnahme der eben angesprochenen Abweichungen immer nach Mannheim. Dabei dauert eine Fahrt bis Mainz 33 Minuten, eine bis Worms 1 Stunde und 6 Minuten und eine bis Mannheim 1 Stunde und 28 Minuten. Am Wochenende fallen die Abweichungen im Berufsverkehr weg, sodass es dann durchgehend einen zweistündigen RE4 nach Mainz und RE14 nach Mannheim gibt. In der Gegenrichtung sieht es dagegen schon wieder ganz anders aus. Hier kommt der zweistündige RE4 in der Regel aus Karlsruhe, von wo aus man 2 Stunden und 15 Minuten bis Frankfurt benötigt. Der RE14 startet wie in der Gegenrichtung in Mannheim. Die Züge dieser beiden Linien sind in der Regel auf Gleis 1A außerhalb der Bahnhofshalle anzutreffen und werden ebenfalls mit Süwex-Triebwagen gefahren. Im Berufsverkehr wird auch davon abgewichen. So gibt es dann auf dem RE4 etliche Leistungen mit Flex-Triebwagen,
Außerdem verkehrt der L14 um 18.38 Uhr mit einem Triebwagen der Baureihe 425. Womit ausgerechnet im Berufsverkehr Züge mit geringerer Kapazität als die sonst eingesetzten Südex-Triebwagen verkehren. Übrigens ist die Abfahrt der Linien L4 und 14 in Frankfurt immer um ungefähr eine halbe Stunde zu denen der Linien 2 und 3 versetzt, womit sich unterm Strich ein ungefährer 30-Minuten-Takt nach Mainz ergibt. Den nordmainischen Laufweg von L4 und 14 nutzen natürlich auch noch andere Linien, denen wir uns jetzt widmen. Die erste, die wir davon betrachten wollen, ist die RB10 nach Neuwied über Wiesbaden und Koblenz, die im Gegensatz zum linksrheinischen RE2 rechtsrheinisch verkehrt. Die Züge fahren im Stundentakt, im Berufsverkehr jeweils in Lastrichtung zwischen Frankfurt und Koblenz im Halbstundentakt. Abfahrt der Züge ist immer zur Minute 53 bzw. für die Verstärker zur Minute 23 von den Gleisen 22 bis 24. Wiesbaden wird nach 35 Minuten, Rüdesheim nach 1 Stunde und 40 Minuten, Koblenz nach 2 Stunden und 13 Minuten und Neuwied nach 2 Stunden und 33 Minuten erreicht. Hinzu kommen von Montag bis Freitag Verstärkerzüge der Linie RE9, die zwischen Frankfurt und Eltville verkehren und dabei den Umweg über den Wiesbadener Hauptbahnhof auslassen, was etwa 10 Minuten Fahrzeit einspart. Abfahrt solcher Züge in Frankfurt ist von Montag bis Freitag um 7.11 Uhr, 8.15 Uhr, 15.08 Uhr, 16.09 Uhr, 17.10 Uhr, 18.15 Uhr und 19.15 Uhr, wobei ein Teil der Züge von Gleis 20 oder 21, ein anderer Teil jedoch von Gleis 1a abfährt. Zum Einsatz kommen auf der RB10 und einem Teil der Leistungen des RE9 Flat 1 Elektrotriebwagen in vierteiliger Ausführung als Baureihe 427 und in dreiteiliger Ausführung als Baureihe 428. Ein Dreiteiler bietet 181 und ein Vierteiler 219 Sitzplätze. Doppeltraktionen kommen hier fast immer vor. Die nicht von der Vias abgedeckten RE9 Leistungen übernimmt die HLB mit den uns schon bekannten 1440er Triebwagen. Stündlich gelangt man auch über die Main-Lahn-Bahn nach Limburg. Hier ist die RB22 unterwegs, die wie angesprochen stündlich fährt und Frankfurt immer zur Minute 31 verlässt. Im Berufsverkehr kommt der RE20 hinzu, der Frankfurt zur Minute 1 verlässt. Die RB22 fährt im Berufsverkehr dann außerdem nicht mehr zur Minute 31, sondern im Halbstundentakt zu den Minuten 13 und 43 ab, sodass es im Berufsverkehr dann 3 Fahrten pro Stunde von Frankfurt bis Limburg gibt. Bis auf wenige Züge im Berufsverkehr, die von Gleis 21 oder 22 fahren, starten alle Züge von Gleis 1 bis 3. Bis Niedernhausen dauert eine Fahrt mit allen Zügen 29 Minuten. Limburg ist mit der RB22 in 1 Stunde und 10 Minuten und mit dem viermal weniger haltenden RE20 bereits nach 1 Stunde und 3 Minuten erreicht. Zum Einsatz kommen hier Doppelstock-Wendezüge, bestehend aus 3 bis 5 Dosto 07-Wagen, die umlauftechnisch so verteilt sind, dass auf den nachfragestarken Zügen die 5 und auf den nachfrageschwachen Zügen die 3-Wagen-Züge zum Einsatz kommen. Oft kommen aber auch Garnituren mit 4 Wagen zum Einsatz. Seit letztem Jahr erfolgt nach und nach eine grundlegende Modernisierung der Wagen. Gezogen bzw. geschoben werden alle Züge derzeit von E-Loks der Baureihe 143, die im Laufe des Jahres 2021 nach und nach E-Loks der Baureihe 146 ersetzt werden sollen. Hinzu kommt mit der RB12 noch eine letzte regelmäßig ab Frankfurt verkehrende Linie, die im 30-Minuten-Takt Frankfurt mit dem nahen Königstein verbinden. Sonntags wird nur im Stundentakt gefahren. Abfahrt in Frankfurt ist immer zu Minuten 17 und 47 von den Gleisen 22 oder 23, wobei der Zielbahnhof am Rand des Taunus nach 36 Minuten erreicht ist. Die Strecke ist Teil des Netzes der Taunusbahn, zu dem noch 2 weitere Linien gehören. Zum einen die RB11 Frankfurt-Höchstbad Soden, die wie die RB12 im 30 sonntags im 60-Minuten-Takt verkehrt und eine Gesamtfahrzeit von nur 9 Minuten hat. Die Strecke der RB11 ist bereits seit den 70ern elektrifiziert, trotzdem fuhren hier aufgrund der Zugehörigkeit zur Taunusbahn über Jahrzehnte Dieseltriebwagen.
Erst seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 sind hier 1440er Triebwagen unterwegs, die wir ja bereits kennen. Hingegen wie die RB12 mit Dieseltriebwagen betrieben, wird die dritte Taunusbahnlinie Bad Homburg-Brandoberndorf, die einige von und nach Frankfurt verlängerte Verstärker im Angebot hat, die dann um 6.43 Uhr, 7.43 Uhr, 8.43 Uhr, 9.43 Uhr, 15.31 Uhr, 16.31 Uhr, 17.31 Uhr, 18.31 Uhr und 19.13 Uhr ab Frankfurt Hauptbahnhof fahren. Bis Bad Homburg sind diese Züge 28 Minuten, bis Usingen 1 Stunde und 6 Minuten, bis Gräfenwiesbach 1 Stunde und 22 Minuten und bis Brandoberndorf 1 Stunde und 34 Minuten unterwegs, wobei ein Teil der Züge bereits in Gräfenwiesbach endet. Auf der RB12 und der RB15 kommen zwei verschiedene Typen an Dieseltriebwagen zum Einsatz. Zum einen die älteren VT2E, auch als Baureihe 609.0 bekannt, mit 92 Sitzplätzen. Zum anderen die neueren Lind 41, sprich Baureihe 648, mit 120 Sitzplätzen. Mehrfachtraktion sind hier ebenfalls vielfach an der Tagesordnung. Damit haben wir jetzt auch den Block Regionalverkehr hinter uns und können weitermachen mit den Linien der S-Bahn Rhein-Main, die alle neuen hier im Frankfurter Hauptbahnhof halten. Die Linien S1 bis S6, S8 und S9 halten alle im Tiefbahnhof auf Gleis 101 bis 104 und die S7 sowie auch S8 Verstärker zum Flughafen, am Wochenende S1 Verstärker nach Höchst und vereinzelt auch andere S-Bahn-Züge fahren oben aus der Bahnhofshalle. Dabei fährt die S7 von Gleis 1 bis 3 und die anderen Züge alle von Gleis 18 bis 23, wobei die zusätzlichen Messezüge bzw. S6-Umleiter wegen dem Main-Weser-Bahn-Ausbau auch auf Gleis 11 bis 16 anzutreffen sind. Auch weitere Ausnahmen sind natürlich jederzeit möglich. Die S1 verkehrt von Rödermark-Oberroden durch das Rottgau und über Offenbach nach Frankfurt sowie dann nordmainisch über Höchst, Hattersheim und Hochheim nach Wiesbaden. Die S2 startet in Dietzenbach und fährt wie die S1 über Offenbach und Frankfurt bis Frankfurt-Höchst, dann aber durch den Taunus über Hofheim und Eppstein nach Niedernhausen. Die S3 verbindet Darmstadt über Langen, Neu-Isenburg, Frankfurt, Eschborn und Schwalbach mit Bad Soden und wird von der S4 zwischen Langen und Niederhöchstadt verstärkt, die dann nach Kronberg weiterfährt. Die S5 fährt wie die S3 und 4 am Rand des Taunus entlang und verbindet Frankfurt Süd mit Oberursel, Bad Homburg und Friedrichsdorf. Die S6 startet ebenfalls in Frankfurt Süd und verbindet über Bad Vilbel, Großkarben und Niederwöllstadt Friedberg. Die S7 startet hier am Hauptbahnhof und fährt über Walldorf, Mörfelden und Groß-Gerau-Dornberg nach Riedstadt-Godelau. Die Linie S8 fährt von Wiesbaden zunächst nach Mainz und dann über Bischofsheim, Rüsselsheim und den Frankfurter Flughafen nach Frankfurt, von wo aus es weiter bis Offenbach Ost und im Berufsverkehr weiter bis Hanau geht. Die S9 tut Gleiches, fährt aber nicht über Mainz und immer bis Hanau. Grundsätzlich fahren alle Linien im 30-Minuten-Takt. Allerdings ergänzen sich S3 und S4 sowie S8 und S9 auf den gemeinsam genutzten Streckenabschnitten jeweils zum 15-Minuten-Takt. Vom Montag bis Freitag sind zudem die S2 sowie die S1 zwischen Rödermark-Oberroden und Hochheim, die S5 zwischen Frankfurt Süd und Bad Homburg und die S6 zwischen Frankfurt Süd und Großkarben viertelstündig unterwegs. Am Samstag sind nur S1 und S5 verstärkt, wobei bis auf Ausnahmen die S1-Verstärker dann nur zwischen Offenbach und Frankfurt Höchst pendeln. Hinzu kommen von Montag bis Freitag noch unregelmäßige S8-Verstärker zum Frankfurter Flughafen oder nach Kelsterbach, die es so ähnlich auch bei Fußballspielen gibt. Wenn von Montag bis Freitag die maximale Verstärkung vorliegt, ergänzen sich S1, 2, 8 und 9 zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Offenbach Ost sowie S3 bis 6 zwischen Frankfurt West und Frankfurt Süd jeweils zu einem 5-Minuten-Takt. Hier im Hauptbahnhof fährt dann somit pro Richtung alle 2,5 Minuten eine S-Bahn, die immer abwechselnd nach Offenbach oder Frankfurt Süd bzw. in die Gegenrichtung nach Frankfurt West oder in Richtung Flughafen oder Höchst fährt. Hinzu kommt natürlich die S7, die in Frankfurt immer zu den Minuten 20 und 50 aufbricht. Ausgehend vom Frankfurter Hauptbahnhof
erreicht man in unter 5 Minuten die Messe und das Stadtzentrum, in unter 10 Minuten Höchst und den Südbahnhof, in unter 15 Minuten den Flughafen Eschborn und Offenbach, in unter 20 Minuten Bad Vilbel, Hofheim, Neu-Isenburg und Rüsselsheim und in unter 30 Minuten Hanau, Friedrichsdorf, Karben, Hochheim und Bischofsheim. Darüber hinaus dauert eine Fahrt nach Dietzenbach 32 Minuten, eine nach Niedernhausen 34 Minuten, eine nach Richard-Godelau mindestens 35 Minuten, eine nach Friedberge 37 Minuten, eine nach Darmstadt 39 Minuten, eine nach Rödermark-Oberroden 44 Minuten und eine nach Wiesbaden je nach Linie zwischen 42 und 57 Minuten. Auf den Linien 2 bis 6 kommen Elektrotriebwagen der Baureihe 423 mit 192 Sitzplätzen. Und auf den Linien 1, 8 und 9 430 Triebwagen mit 184 Sitzplätzen zum Einsatz. Auf der nur außerhalb des Tunnels verkehrenden S7 sowie den S8 Kurzpendeln nach Kelsterbach kommen modernisierte Triebwagen der Baureihe 425 zum Einsatz, die 198 Sitzplätze je Einheit bieten. Mit Ausnahme von S4 und S7 sowie den S8 Kurzläufern zum Flughafen können dabei auf allen Linien bis zu 3 Einheiten zum Einsatz kommen. Zuletzt sei noch ein wenig der Stadtverkehr zu erwähnen. Eine Etage über der S-Bahn halten die U-Bahn-Linien U4 Bockenheimer Warte Enkheim und U5 Hauptbahnhof Preungesheim. Sie verkehren je nach Wochentag in einem jeweiligen 15, 10, 7,5 oder 5 Minuten Takt und ergänzen sich zwischen dem Hauptbahnhof und der Konstablerwache, sodass hier im Berufsverkehr wie bei der S-Bahn ein 2,5 Minuten Takt angeboten wird. Eingesetzt werden auf beiden Linien die U5-Triebwagen. Auf dem Bahnhofsvorplatz halten zudem die Straßenbahnlinien 11 Höchstzug-Schwertstraße Fechenheim-Schießhüttenstraße, 12 Spanheim-Rheinlandstraße Hugo-Junkers-Straße, 14 Gallus-Gustavsburg-Platz Bornheim-Ernst-May-Platz, 16 Genheim-Offenbach-Stadtgrenze, 17 Rebstock-Bad Neu-Isenburg-Stadtgrenze und 21 Niedkirche-Stadion-Straßenbahn. Es kommen die Straßenbahnwagentypen R und S zum Einsatz. Wie auf der U-Bahn variiert der Tag je nach Tageszeit und Wochentag. Ebenfalls vor bzw. auch neben dem Bahnhof fahren auch noch viele Stadt- und Regionalbuslinien ab. Damit wäre ich jetzt auch am Ende dieser Dokumentation angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.